Wenn es darum gehen würde, das perfekte Video zu erstellen, das perfekte Foto zu erstellen, dann hätten wir, glaube ich, auch heute noch gar nicht gepostet. Na, weil irgendwie ein Pixel verrückt ist oder sonst was. Ja, mein Name ist Kevin Hippert. Ich bin erster Vorsitzender im Verein, also beim 1. FC Linkfurt. Und das ist es eigentlich. Ja, man muss dazu wissen, wir sind ja Anfang Juni fusioniert aus zwei Traditionsvereinen und ich persönlich bin gleichzeitig auch Geschäftsführer einer Social Media bzw. Online-Marketing-Agentur. Daher liegt es auf der Hand, dass natürlich auch das ideale Außenbild, gerade auf Social Media und im Internet, des Vereins in mein Aufgabengebiet fällt. Natürlich auch der Ausbau der Reichweite auf den verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel TikTok, Instagram, also auch Facebook und YouTube. Ja, du hast gesagt, im Vergleich zur Regionalligisten, natürlich haben wir bescheidene Mittel und Werkzeuge zur Verfügung. Deshalb haben wir uns für ein Format entschieden, wo wir einfach Memes zu verschiedenen Spieltagen und verschiedenen Situationen posten. Das ist etwas, was gerade auch auf Bundesliga-Ebene sehr gut ankommt, wo wir einfach diesen Trend identifiziert haben und geguckt haben, okay, wie können wir das für uns adaptieren? Weil was für uns nicht möglich ist, ist aktuell irgendwelche Vlogs zu machen, wo wir die Mannschaft von Spieltag zu Spieltag begleiten, das wirklich dokumentieren. Daher mussten wir einfach schauen, was möglich ist und haben uns dann für dieses Format mit Memes etc. entschieden. Ja, da sind jetzt einige Videos, ich glaube zwei, drei, komplett durch die Decke gegangen. Also sind dann vom Instagram-Algorithmus auch erwählt worden, viral zu gehen. Das ist ja auch immer eine gewisse Glückssache am Ende des Tages. Also ein Video hat, glaube ich, an die 6 Millionen Aufrufe und ein zweites hat dann 2,5 Millionen Aufrufe erhalten. Daraus resultieren natürlich dann auch die extrem hohen Followerzahlen. Also es ist etwas, was jetzt in den letzten 60 Tagen wirklich so rasant gewachsen ist, dass wir wirklich, das war vor 2, 3 Wochen, war das ein Sonntag, da stand ich am Spielfeldrand mit unserem zweiten Vorsitzenden und einem Sponsoring-Leiter und habe dann einfach nur noch unser Instagram-Feed aktualisiert. Da ging das halt wirklich im Sekundentakt, ne? Bam, bam, bam. Glückssache am Ende des Tages, aber Glück verdient man sich auch irgendwo. Deswegen ist das schon erwartetes Resultat von unserer Strategie gewesen. Dass das jetzt so schnell funktioniert, hätte ich selber nicht gedacht. Aber da muss man jetzt drauf aufbauen. Eröffnet natürlich auch viele Türen, sowas. Also, wie gesagt, ich komme aus der Welt des Social Medias. Das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Es gibt ein Video, wo wir einen Gen Z-Meme benutzt haben. Das ist dann eine Katze, die sich hinterm Vereinsheim auftürmt und ganz lustig animiert oder sehr schlecht animiert, dann darum tanzt zu einer sehr schrägen Musik. Das musste ich unserem zweiten Vorsitzenden, der ein paar Jährchen älter ist, als ich dann auch erklären. Ja, wie kommt das an? Also auch die ältere Generation findet das lustig, gerade wenn wir uns selber so ein bisschen auf die Schippe nehmen, wenn wir halt auch mal verlieren oder ein Unentschieden spielen. Ja, also wir gewinnen ja auch nicht jedes Spiel. Gerade das kommt natürlich selbst ganz gut an, wenn man ein bisschen selbstironisch sich da präsentiert. Nichtsdestotrotz, auch die ältere Generation ist mittlerweile auf Instagram und auch auf TikTok vertreten. Die sehen das natürlich auch. Die verstehen es teilweise, teilweise auch nicht, finden das aber auch ganz lustig. Finden das aber auch vor allem gut, dass der Verein sich da ein bisschen moderner aufstellt, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, dass jede Plattform seine Zielgruppe irgendwo mit sich bringt. Auf der Print-Ebene in der Zeitung drücken wir uns natürlich auch anders aus, als es jetzt auf TikTok als Beispiel der Fall ist. Na, das ist natürlich dann auch ein kleiner Spagat in der verschiedenen Kommunikation. Dafür haben wir uns einfach aus ästhetischer Sicht für entschieden, weil wir ja schon gute Fotos machen. Wir hatten ja auch vor einigen Monaten eine extrem teure Kamera geholt, um auch wirklich für jeden Spieltag und auch mal so für Events Fotomaterial zu erstellen. Wir haben halt gesagt, okay, wenn wir jetzt diese Memes mit den normalen Content vermischen, dann sieht das vielleicht ein bisschen unschön aus für den Ersteindruck, dass wir das einfach auch thematisch trennen auf dem Instagram-Profil, was ja technisch möglich ist. Von daher ist das eigentlich eine ästhetische Entscheidung gewesen. Ja, das ist etwas, was jetzt noch nicht so strukturiert ist, muss man fairerweise sagen. Ich habe ein, zwei Mitarbeiter von mir, die da auch Bock drauf hatten, das mit zu betreuen, das Ganze. Wir haben das aber jetzt nicht so professionell gehalten, wie wir das für Kunden zum Beispiel machen, ob das jetzt mit einer externen Software ist oder sonst was. So ein Fußballverein ist auch, muss man sagen, ein bisschen spontaner. Wir sind auch, wie gesagt, immer noch auf Landesliga-Niveau, auch was im Hintergrund die Strukturen angeht. Das muss man einfach akzeptieren und auch verstehen. Also das höchste der Gefühle ist aktuell eine Word-Datei, wo ein paar Content-Ideen drin stehen. Aber das war es auch. Ne? Also wir haben einen großen Drive-Ordner, also einen Cloud-Speicher, wo wir verschiedene Meme-Clips sammeln. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir sonntags, wie zum Beispiel diesen Sonntag, verlieren und dann am Montag auf die Suche gehen müssen, okay, was machen wir da jetzt für ein Video? Sondern wir haben dann schon, ich sag mal, für den Fall der Fälle den passenden Videoclip parat und davon halt mittlerweile echt über 100 Stück, sodass wir eigentlich wissen, okay, wenn wir jetzt
jetzt ein knappes Spiel haben, ja, wenn wir jetzt einen hohen Sieg haben, eine hohe Niederlage haben, für all diese Szenarien haben wir immer 3, 4, 5 Videos auf Lager. Da ich eigentlich bei fast jedem Spiel dabei bin, kann ich dann auch entscheiden, welches Meme jetzt auch vom Spielverlauf ungefähr passt. Na, was jetzt zum Beispiel eine unglückliche Niederlage war, was eine sehr verdiente Niederlage war oder sonst. Na, das ist dann eigentlich das höchste der Gefühle, wenn es um die Organisation aktuell der Social Media Abteilung geht. Ich glaube, deutlich weniger, als man von außen erwartet. Ich würde schätzen, dass das nicht über eine Stunde pro Woche geht. Aber wenn man jetzt natürlich sagt, okay, jedes Spiel, was man sich anschaut, gehört mit dazu, weil man natürlich den Content machen muss jetzt im Bereich der Fotografie, dann kann man da auf die 90 Minuten jede Woche reinrechnen. Ich sehe das immer als Freizeit, weil ich so oder so da bin, ob ich jetzt 4, 5 Fotos da mache oder nicht. Es kommt immer darauf an, wo man die Grenze zieht. Was jetzt die reine Bearbeitung der Sachen angeht, sind es 1, 2 Stunden in der Woche. Gerade auch, weil es diesen Meme-Content angeht. Diese Videos sind ja wirklich wahnsinnig schnell gemacht. Wie gesagt, gerade da wir auf dieses Sammelsurium von verschiedenen Clips zurückgreifen können und uns diese Sucharbeit erspart bleibt, weil wir das initial am Anfang mal gemacht haben, da waren das dann wirklich, weiß jetzt nicht, ob es über 5 Stunden waren, ne, in Summe, oder ob man mal so bei TikTok scrollt und man sieht einen lustigen Clip und speichert ihn direkt ab und cuttet ihn zurecht und schiebt ihn dann in eine Ordnerstruktur. Das ist halt etwas, das lebt, da kann man sich jetzt nicht immer hinsetzen und sagen, okay, jetzt mache ich eine Stunde Social Media und habe dann irgendwie meinen Contentplan. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass diese Struktur fehlt. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was relativ zeiteffizient gerade abläuft, weil wir einfach gewisse Sachen schon vorbereitet haben und teils halt auch einfach wissen, wie man jetzt mit einem Schneideprogramm wie Adobe Premiere oder sonst was umgeht. Die letzten Videos, die wir gepostet haben, das ist ein Arbeitsaufwand von 5 Minuten gewesen und dabei sind 2 Minuten die Renderzeit gewesen. Also das ist jetzt nicht so anspruchsvoll gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist wirklich beachtlich zu sehen, was für einen Einfluss das hat, weil, wie gesagt, das ist ja noch eine vergleichsweise neue Erscheinung jetzt. Also das ist jetzt etwas, was seit 30, 40 Tagen ungefähr so ist, wie es ist. Da wir natürlich auch in den letzten Monaten jetzt seit Juni vermehrt im Bereich Sponsoring uns besser aufgestellt haben. Es ist schwer zu beurteilen, ob das jetzt das eine bedingt. Aber wir sehen schon, gerade in den letzten 2, 3 Wochen, dass in den Sponsoring-Gesprächen, wenn ich den Leuten sage, hey, wir haben jetzt wirklich in den letzten 30 Tagen über 7 Millionen Leute erreicht über Instagram, dann sagen die, wow, okay, ich habe zwar irgendwie eine Loge bei einem Bundesligist, aber die Zahlen, die spielen da schon in dieser Liga auch irgendwo mit. Da braucht man sich sicherlich nicht verstecken. Wir sind in so einem Plan, dass dadurch, dass 2, 3 Videos komplett viral gegangen sind, diese extrem hohe Zahl zustande gekommen. Das muss man auch sagen. Es ist nicht so, als wenn wir jeden Monat 10 Millionen User erreichen würden. Das, so fair muss man bleiben. Nichtsdestotrotz zeigt das natürlich auch den Sponsoren, hey, das ist ein Verein, der hat es verstanden, wie man sich auf Social Media präsentiert. Das bleibt sicherlich kein One-Hit-Wonder, dass mal so ein Video viral geht. Was passiert, wenn mal so ein Video viral geht mit unserem Logo auf der Brust oder mit einer Bande im Hintergrund? Ja, das sind ja alles Argumente, die man mal in Betracht ziehen muss und das versteht natürlich ein Sponsor auch. Deswegen, das hat auf jeden Fall nur positive Aspekte am Ende des Tages mit sich gebracht. Inwieweit sich das jetzt wirklich bemerkbar macht, das bleibt, glaube ich, die nächsten Monate zu beobachten. Was sehr interessant ist, ist einfach auch das Postfach mit den ganzen Anfragen von Menschen aus der ganzen Welt für Trikots, für Probetrainings und sonst was, dass man da nur einen Bruchteil von ernst nehmen kann, ist klar. Wir sind gespannt, wie sich das in der Zukunft auswirkt, auch wenn wir unser individuell gestaltetes Trikot mal zum Verkauf geben oder sogenannte Fanmitgliedschaften anbieten. Was das für eine Tragweite haben wird, wird sich dann bemerkbar machen. Das war eigentlich aus der Not geschuldet. Für uns war eigentlich klar, dass wir beim Hersteller Jaco bleiben wollen. Am Ende des Tages haben wir sehr schnell festgestellt, dass durch die Fusion es wenig Auswahl im Bereich der Trikotfarben Blau und Rot kombiniert gibt. Also natürlich könnte man ein rotes Trikot machen, dann eine blaue Hose, blaues Trikot, rote Hose. Wir haben gesagt, es wäre natürlich schöner, wenn wir das Trikot schon in Blau und Rot hätten, um halt beide alten Vereine abzuholen. Das erste neue Trikot des neuen Vereins, in Anführungszeichen. Da sind wir irgendwo auch an unsere Grenzen gestoßen. Also ich glaube, es gab von Jaco ein Modell, wenn überhaupt. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, dann hatte ich einfach mal direkt gefragt, ob es für uns möglich ist, ein bestehendes Design umzufärben. Ob das jetzt ein Streifenmuster war, was halt dann blau-weiß war die ganze Zeit, also blau-weiße Streifen. Hatte ich halt gefragt, können wir nicht blau-rote Streifen machen? Und meinte, ja, cool, ist kein Problem, kostet die Summe X. Ja, und dann hatte ich halt einfach mal gefragt, was es denn kostet, wenn wir ein komplett individuelles Trikot machen würden. Und was so die Mindestabnahmemenge wäre und wie denn wann da kostentechnisch liegt.
Dann hat sich herausgestellt, dass es der gleiche Preis wäre, als wenn man so ein Trikot umfärben würde. Und so hat sich da die Tür im Prinzip geöffnet, dass wir gesagt haben, hey, okay, dann lass uns mal zusammensetzen und gucken, dass wir ein komplett individuelles Trikot machen. Weil das wäre natürlich schon eine coole Sache. Und die sind auch glücklicherweise, so heißt es aktuell, Ende nächster Woche, also Ende September fertig, wo wir dann endlich damit spielen können. Das ist halt der große Nachteil, so schön die Trikots am Ende des Tages sind, dass die Lieferzeiten natürlich deutlich länger sind als die Ware, die bereits bei Jacco und auch bei den Fachhändlern auf Lager liegt. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Man kennt ja sicherlich die Standard-Tipps und Tricks. Wenn man jetzt googelt, Tipps für Social Media für Vereine, kommen da wahrscheinlich 20 Mal die gleichen. Meiner Meinung nach, bezogen auf Social Media, ist es einfach wichtig, nicht zu perfektionistisch zu sein. Wenn es darum gehen würde, das perfekte Video zu erstellen, das perfekte Foto zu erstellen, dann hätten wir, glaube ich, auch heute noch gar nicht gepostet. Na, weil irgendwie ein Pixel verrückt ist oder sonst was. Da geht es einfach mal darum, einfach zu machen und gucken, was passiert und sich dann halt zu verbessern. Also das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp und dann auf der anderen Ebene das Ganze auch konstant zu machen. Ja, also wirklich am Ball zu bleiben, jetzt nicht irgendwie zu sagen, okay, ich mache jetzt 5 Beiträge, wenn davon einer keine 1000 Likes hat oder 10.000 Aufrufe, dann stampfe ich das Thema wieder ein, weil es ist nicht erfolgreich. So funktioniert das halt nicht. Deswegen hatte ich gerade auch erwähnt, bei uns ist es eigentlich klar sehr glücklich, dass jetzt eins von den ersten, ich war 100 Videos oder 2 davon komplett durch die Decke gegangen sind. Üblich ist das auf jeden Fall nicht, ne, weil Social Media ist ein Numbers Game, das heißt, das dauert lange. Man muss sich da reinfuchsen, man muss viel posten, man muss regelmäßig posten. Deswegen auch der erste Tipp, den ich gerade erwähnt habe, better done than perfect. Ja, also einfach raushauen, nur, regelmäßig am Ball bleiben. Das ist, glaube ich, so das, was man den meisten mitgeben kann. Ja, auch einfach mal eine Story zu machen, da kann man sich auch selber vor die Kamera stellen. Man kann sich auch versprechen, auch in diesem Video-Interview hier gerade, verspricht man sich, ja, man hat Füllwörter wie M und sonst was. Das erwartet aber auch bei Social Media niemand von einem. Ja, viel wichtiger ist es, einfach mal einen Einblick in den Verein zu geben, zu zeigen, hey, wir sind präsent, hey, wir sind ein offener Verein, hey, ihr könnt mit uns interagieren, ihr könnt mit uns schreiben, kommentiert, ihr bekommt eine Antwort. Da dann auch einfach aktiv zu bleiben und diese Transparenz zu schaffen des Vereins zu den Fans hin, zu den Mitgliedern hin oder auch dann halt zu potenziellen Interessenten, sei es jetzt Sponsoren oder sonst was. Das muss halt gegeben sein. Das ist aber auch ein Thema, das muss auf Vorstandsebene angelagert sein. Also es kann jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, der A-Jugendspieler ein Handy in die Hand nehmen und den Vereins-Account managen. Weil das funktioniert nicht. Das kann man mal machen, definitiv, ne? Nicht falsch verstehen, aber das muss ein Thema sein, was von der Priorität oder von der Wichtigkeit halt auch auf Vorstandsebene verankert werden muss, ne? Weil es halt Werbung für den Verein ist und auch definitiv eine repräsentative Aufgabe zu erfüllen hat. Ne? Ja, es ist halt immer die Frage, was man als Ziel definiert. Also wir haben uns jetzt nicht am Anfang der Saison gesagt, okay, bis Ende Dezember wollen wir 10.000 Follower auf Instagram haben oder das Projekt Social Media funktioniert für uns nicht. Wir machen das in erster Linie, weil es uns Spaß macht. Ob das jetzt unser, ich sag mal, Vereinsfotograf ist, der Remy, oder ob ich das bin, wenn ich diese Videos damals schneide mit meinen Mitarbeitern. Wir haben da jetzt kein konkretes Ziel benannt, was Social Media effektiv bringen soll, runtergebrochen in Zahlen. Ich weiß darum, was es bringen kann. Und das zeichnet sich jetzt auch innerhalb von, wie gesagt, 2 Monaten ab, was es bringt. Das wäre natürlich schön und das sollte so das Ziel sein, wenn wir es schaffen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, einfach einen Kanal zu bieten, der so einen Einblick in den Verein bietet, auch wenn man mal nicht am Platz ist, da auch überregional mal bekannt zu werden, was wir auch sicherlich jetzt schon in den letzten Monaten geschafft haben, Leute für den Verein zu begeistern, die gegebenenfalls auch gar nicht mit Fußball am Hut haben, aber die noch, ich sage mal, Bürger der Stadt oder der Region sind und sagen, hey, da in Lindfort, da tut sich was. Da ist ein Verein, der, ich sag mal, in Anführungszeichen emporsteigt oder wo sich was bewegt. Da will ich Teil davon sein, einfach Leute zu begeistern oder Leute mitzunehmen auf diese Reise, wo wir uns jetzt hinbegeben, mit unseren sowohl auch sportlichen als auch wirtschaftlichen Zielen. Und da ist einfach Social Media ein wichtiger Pfeiler von, ne? Dass wir sagen, okay, das ist jetzt unser Hauptkommunikationskanal, wo einfach die meisten Menschen drüber kommunizieren. Ne? Und deswegen ist das einfach für uns ein sehr wichtiger Kommunikationskanal in der Außenkommunikation zu Mitgliedern, zu Sponsoren, zu Fans, zu Interessenten. Dafür nutzen wir das Ziel. Ja, also wir gehen da offen mit um. Wir spielen jetzt in der Landesliga und das ist auch erstmal das Ziel, sage ich mal. Da hat jetzt dieses Jahr niemand von Aufstieg gesprochen, weil wir ganz andere Baustellen haben, auch ganz klar durch die Fusion geschuldet. Wir arbeiten natürlich daran und da war auch die Fusion ein sehr wichtiger Baustein für, ich sag mal, die finanziellen Ressourcen auch zu schaffen und die Struktur auf Vorstandsebene zu schaffen, dass man mal in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren Thema Oberliga auf dem Schirm hat. Also der Aufstieg ist schon etwas, was wir auf dem Zettel stehen haben. Aber das ist etwas, was in den nächsten Jahren kommt, wo wir gerade dran arbeiten.
Und das ist jetzt super früh zu sagen, okay, das machen wir jetzt nächstes Jahr oder sonst was. Dafür ist das alles noch zu frisch, weil wie gesagt, wir sind erst seit Anfang Juni dabei, da die Strukturen zu schaffen und auch die finanziellen Ressourcen zu schaffen am Ende des Tages. Da haben sich halt durch die Fusion, wie gerade erwähnt, auch noch die ein oder andere Baustelle aufgetan. Für uns ist es halt auch wichtig, die Jugendabteilung zu fördern, weil es bringt uns nichts, als Beispiel jetzt in der Oberliga mit einer Mannschaft vertreten zu sein, aber die A-Jugend spielt als Beispiel in der Kreisklasse oder man hat überhaupt gar keine Jugendmannschaften. Da gibt es auch Vereine, die dieses Modell verfolgen. Wir haben aktuell 33 Mannschaften. Das heißt, wir haben neben der ersten Mannschaft auch noch 32 andere Mannschaften, die sich abgeholt fühlen möchten. Und das ist auch unsere Intention, sage ich mal, dass wir jetzt nicht irgendwie nur eine Mannschaft fördern, weil wie gesagt, wir haben über 1000 Mitglieder, 32 Mannschaften, davon sind 28 oder 29 Jugendmannschaften. Wir haben 4 C-Jugendmannschaften, 7 E-Jugendmannschaften. Ja, da sind einige andere Baustellen gerade zu erreichen. Aber da haben wir auch letzte Woche einen wichtigen Schritt gemacht, um das abschließend nochmal kurz zu erwähnen, wo wir mit Jörg Ostwald einen sehr guten Mann für die sportliche Leitung der Jugendabteilung gewinnen konnten, um auch einfach da langfristig ja nochmal sportliche Qualität auf einem anderen Niveau reinzubringen. Und wir sind da der Meinung, dass das eine das andere bedingt. Also wir brauchen jetzt nicht irgendwie über Oberliga zu sprechen, wenn, wie gesagt, der Untergrund nicht passt. Da wollen wir schon beides gleichzeitig aufbauen und da sind wir gerade auf einem guten Weg. Deswegen bisher alles relativ frisch, ne? Wir reden da jetzt über 3 Monate Vereinsarbeit im Hintergrund und dafür haben wir schon sehr, sehr gute Ergebnisse schaffen können. Aber alles andere wird jetzt die Zukunft zeigen, bis wohin die Reise da geht. Euch dann noch viel Erfolg für die Zukunft auf jeden Fall und danke. Ja, danke, tschüss.